Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und in diesem Video zeige ich euch das Wichtigste, was ihr über Gehäuseunterseiten wissen solltet. Wir haben hier jetzt die gängigste Variante. Ich würde mal sagen, 95% aller Geräte sind so aufgebaut, dass man nur die Bodenplatte abschrauben muss und dann direkt an alles drankommt, weil das direkt ins Topcase bzw. Tastatur inklusive Topcase eingeschraubt ist. Diese Variante ist sehr einfach im Tausch, weil man im Prinzip nur ein paar Schrauben lösen muss und dann wegklicken kann. Wir sehen hier jetzt auch ein Beispiel von MSI. Da sind zum Beispiel alle Schrauben direkt sichtbar. Muss man nur alle Schrauben rausdrehen und kann man die Gehäuseunterseite dann abnehmen. Und so sieht das ganze Teil von innen aus. Ist komplett leer. Dann haben wir hier eine Variante von HP. Da sieht man zum Beispiel, dass Schrauben unterm Gummifuß quasi, das ist so eine Gummifußleiste in dem Fall, auf beide Seiten, vorne und hinten quasi, drunter ist. Und es sind auch Schrauben unterm Laufwerk, welches vorher herausgezogen werden muss. Das ist hier verschraubt. Das macht HP gern, dass sie Schrauben unter den Gummifüßen hat. Hier ein Deckel von Lenovo. Da sind auch keine unter den Gummifüßen, aber unterm Laufwerk. Hier sehen wir jetzt noch einer von Acer. Da ist so, dass man die Schraube auch alle sieht, beziehungsweise unterm Laufwerk sind welche. Und hier gibt es noch eine separate Abdeckung, wo man an der RAM und an die Festplatte drankommt. Die muss man zuerst wegnehmen, weil da dann auch nochmal Schrauben drunter sind, die raus müssen. Ich habe euch hier jetzt gerade mal noch die andere Variante, die mittlerweile eigentlich fast nicht mehr eingesetzt wird. Da nimmt man die Tastatur ab. Ich habe es jetzt auch schon abgesteckt. Ja, muss im Prinzip alles aus der Bodenplatte, aus dem Bottom Case rausschrauben. Ist natürlich deutlich aufwendiger. Ihr seht jetzt hier die Variante, wo schon alles ausgeschraubt ist. Hier sieht man auch die ganze Schraube, wo hinterher das Scharnier festgeschraubt wird oder wo dann das Mainboard und so weiter reingeschraubt wird. Ja. Hier sehen wir es jetzt von unten. Wie man sieht, muss aber auch hier erst die Tastatur natürlich bzw. das Topcase losgeschraubt werden, bevor man es abnehmen kann. Und dann, ja, wie schon erzählt, wird es komplizierter, weil alles umgebaut werden muss. Wir sehen hier nochmal so eine Variante. Wie gesagt, sie ist nicht mehr gebräuchlich eigentlich, aber auch hier muss alles umgebaut werden. Wie man sieht, sitzen hier sogar die Lautsprecher schon mit drin in der neuen Gehäuseunterseite. Bei dieser Lenovo Gehäuseunterseite sieht man jetzt auch schön, da gibt es noch eine zusätzliche Abdeckung quasi, einen Service-Schacht, wo man dann von unten schon an die Festplatte, an der Speicher und so rankommt, wo dann auch noch Schraube drunter sitze. Ja, das ist das Ganze dann schon aufwendiger. Wichtig bei der ganzen Sache ist auch das richtige Werkzeug. Wir verkaufen zum Beispiel hier ein Schraubendreher-Set. Hier sind eigentlich alle gängige Aufsätze, was in den Notebooks so verwendet wird, dabei. Und auch Schraube haben wir universell einiges zusammengestellt, was so gängig ist in den Notebooks.